jeder, der zwei Tage später dann am letzten Spieltag den Weg in die Eishalle fand, der wusste, es geht an diesem Nachmittag um alles oder nichts gegen die Nürnberg Ice Tigers. Sie waren Vierter in der Tabelle und konnten, egal wie das Spiel ausging, nichts an ihrem Tabellenplatz ändern. Von daher sollte man eigentlich ausgehen, dass die Spieler sich schonen werden würden. Aber genau solche Gegner sind ja meistens gefährlich. Man verkrampft sehr schnell. Und es war durchaus eine gewisse Spannung zu spüren in der Eishalle. Zeitgleich ja die entscheidenden Begegnungen. Mannheim zu Hause gegen die Berlin Capitals und die Schwenninger Wild Wings zu Hause gegen die Kassel Huskies. Beide mussten verlieren. Berlin möglichst hoch und Schwenningen musste egal wie hoch verlieren. Natürlich im Gegenzug mussten 3 Punkte von den Moskitos her. Nur dann hatte man noch eine Chance. Würde Schwenningen gewinnen, müsste Berlin zumindest hoch verlieren, um den direkten Vergleich, den man ja auch 2 Tage zuvor in Berlin verspielt hatte, durch die hohe Niederlage wieder zu gewinnen und zumindest in den Playdowns Heimrecht zu bekommen. Von daher war es vor dem Spiel schon eine recht komplexe Rechenaufgabe und die würde sich nach dem Spielverlauf auch noch mehr verstellen. Sollte dies das letzte Mal sein, dass die Moskito-Spieler auf das DEL-Eis auflaufen? Diese Frage stellten sich knapp 3000 Zuschauer vor der Begegnung. Und sollte es das letzte Mal sein, dass man den einen oder anderen Spieler überhaupt am Westbahnhof zu sehen bekommt? Schiedsrichter der Begegnung, Thomas Schur, der hat ja einige Spieltage zuvor nicht unbedingt die glücklichste Figur abgegeben im Spiel der Moskitos gegen die Augsburger Panther. Aber er hat ja nun die Chance, es wieder gut zu machen. Im Tor der Nürnberg Ice Tigers, Frederik Chabot, der wohl stärkste Goalie der Liga. Lange verletzt. Aber sie haben ja mit Marc Seliger noch einen klasse Goalie als Backup. Und die Moskitos, die nahmen das Heft direkt in die Hand. Diesmal konnte man spüren, sie wollten eine Entscheidung. Und zwar wollten sie die Entscheidung selber herbeiführen. Nürnberg am Anfang noch mit Gegenwehr. Immer wieder Schüsse von außen auf das Tor von Jimmy Wade. Aber je länger das erste Drittel dauerte, umso mehr nahmen die Moskitos das Spiel in die Hand. Peter Fitzal hier in der Ecke und große Chance. Aber Freddy Chabot. Er würde an diesem Nachmittag den Essener Zuschauern, den Essener Spielern noch eine Menge Nerven kosten. Überzahl der Moskitos jetzt, 8. Spielminute. Kerry Yake und Castleman und Chabot mit der Fanghand. Das musste doch das 1:0 sein. Man hatte natürlich auf ein frühes Tor der Moskitos gehofft. Immer noch Überzahl und wieder Endstation bei Chabot. Dave setzt sich außen gut durch, Querpass und die Scheibe nicht im Tor. Carrier guckt da nochmal nach.
bei seinen zukünftigen Mannschaftskollegen. Sükra. Und man scheiterte immer wieder. Es stand 0-0. Aus Mannheim wusste man kein Ergebnis, aber in Schwenningen stand es ebenfalls 0-0. Von Nürnberger Seiten immer mal der ein oder andere Entlastungsangriff, aber so richtig Druck machten die Ice Tigers in Richtung Moskitogehäuse nicht. Jetzt wieder Überzahl der Moskitos und wieder Chabot. Es entwickelte sich wirklich nicht das Spiel der Moskitos Essen gegen die Nürnberg Ice Tigers, sondern das Spiel der Moskitos Essen gegen Freddy Chabot. Und auf die beiden und zuzüglich auf ihn mussten die Moskitos verzichten. Leistenprobleme bei Speedy Intanovo. Kieferbruch Daniel Körber und der Innenbandriss von Todd Hawkins zwang sie zum Zuschauen beim Finale. Und mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel auch zunehmender rustikal. Auf beiden Seiten häuften sich die Strafzeiten. Crowley und Terry Yake. Und noch einmal von hinten kommt der Schuss, aber die Fanghand ist draußen. Gave setzt sich durch. Kesselman. Und das Tor ist verschoben. Es bleibt beim 0-0. Moskitos weiter mit viel, viel Druck. Sie deckten Chabot mit Schüssen ein. Aber es war zum Verzweifeln, was der alles gehalten hat. Gleich die nächste Chance. Da rutscht die Scheibe durch die Schone, aber auch nicht ins Tor hinein. Von Nürnberg in diesem Drittel fast gar nichts zu sehen. Geduldiges Überzahlspiel hier der Moskitos. Crowley. Jetzt mal ein Angriff der Ice Tigers. Aber Jimmy Wade, der war da. Hatte die 9 Gegentreffer in Berlin ganz gut verdaut. Und die Chance. Auf und davon. Todd Simon. Und er schießt über das Tor. Unglaublich, was die Moskitos an Chancen vergaben. Und würde doch endlich mal ein Tor fallen, dann würde doch vielleicht einiges leichter laufen. Da kommt Co-Trainer Mike Schmidt und beschwert sich bei Schiedsrichter Schur. Auch nicht die feine Art, aufs Eis zu gehen. Und Mannheim führte gegen die Capitals 0-0 noch in Schwenningen. 38 Mal hatte Chabot gehalten. Jetzt musste endlich ein Tor irgendwann her und es waren wenige Sekunden gespielt. Da stand es 1-0 für die Moskitos. Endlich ein Tor. Und das war der Beginn eines Saisonfinales, wie es Hitchcock nicht besser hätte inszenieren können. 12 Sekunden im letzten Drittel. Warm gespielt, Todd Simon.
Der viel gescholtene Todd Simon, der schafft das 1:0. Angriff der Nürnberger. Aber Jimmy Wade. Moskitos, sie hatten das Spiel in der Hand. Rob Busch. Und wieder die Endstation. Chabot. Fitzal. Allesamt scheiterten sie immer wieder am Schlussmann der Nürnberger. Wie ein schwarzes Loch verschluckte er da die Scheiben. Und dann kam die Nachricht, endlich aus Schwenningen. Die Huskies sind in Führung gegangen. In Mannheim stand es 4:1 zwischenzeitlich für Mannheim. In diesem Moment war man als sportlicher Sieger aus dieser ganzen Sache heraus und war tatsächlich 14. Nicht gepfiffen hier, Bulli vor dem Essener Gehäuse. Und da kommt die Nachricht aus Schwenningen. 2:0 für die Huskies in Schwenningen, und wer die Huskies kennt, der wusste, das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Jetzt hieß es am Westbahnhof nur noch das Spiel zu gewinnen. In Mannheim 5:2 inzwischen. Und dann Strafzeit angezeigt gegen die Moskitos. Völlig unnötig von Liam Garvey nach diesem Zweikampf, dieser Faustschlag. Zu Recht der Arm oben von Schiedsrichter Schur. Völlig blödsinnige Strafzeit hier. Und damit die erste richtig nennenswerte Chance für die Nürnberger. Moskitos wehrten sich. Aber das konnte natürlich auch schief gehen. Das wussten die Zuschauer. Viel Tumult vor dem Gehäuse der Moskitos. Und Bordelot unruhig. Sollte er recht behalten mit seinen Vorhersagen. 7 Siege bräuchte man. Und hier fällt der Ausgleich. Thomas Greilinger und Schiedsrichter Schur gibt den Treffer, obwohl Jimmy Wade sich hier beschwert, und er beschwerte sich zu Recht. Denn da gab es eine klare Behinderung. Hier sehen wir es vor dem Gehäuse. Jürgen Rumrich, der behinderte Jimmy Wade im Torraum. Schiedsrichter Schur hätte diesen Treffer nie und immer geben dürfen. Er gab ihn. Und so stand es 1:1. Und damit war natürlich wieder alles aus. Moskitos mussten jetzt in 7 Minuten alles oder nichts geben. Unglaubliche Spannung in der Eishalle. Castleman. Und dann ist es wieder Todd Simon. Was musste dieser Mann diese Saison alles aushalten von den Fans? Und jetzt erzielte er in dem so wichtigen Spiel für die Moskitos und ihre Zukunft 2 entscheidende Tore. Zunächst das 1:0, jetzt das 2:1. Und man war wieder in der Liga. Der sportliche Klassenerhalt war in dieser Situation wieder geschafft. Schwenningen verliert zu Hause 0:3. Und auch Mannheim gewann das Spiel hoch gegen die
Capitals 7-3, glaube ich, war der Endstand. Jetzt hieß es nur noch, dieses Spiel zu gewinnen. Alles andere zählte einfach nicht mehr. Und die Emotionen, die kamen natürlich durch. 55. Minute. Jeder hielt jetzt nur noch den Atem an, wenn die Nürnberg Ice Tigers vor dem Essener Gehäuse auftauchten. Und Terry Yake hat es hier auf dem Schläger. Jetzt noch einmal. Und wir kommen zum Tor des Jahres. Im Fallen, Liegen, wie auch immer, Terry Yake. Das 3:1. Sensationelles Tor des Top-Stürmers der Moskitos Essen. Und die Freude natürlich überschwänglich. Dieses 3:1, das würde man sich nicht mehr nehmen lassen an diesem Nachmittag. Noch 5 Minuten mussten die Fans und die Mannschaft aushalten. Aber dafür hatte die Mannschaft in den letzten Wochen zu viel geackert, wenn sie auch in den letzten 3 Spielen schwach spielte, teilweise ausgepumpt wirkte, aber jetzt so kurz vor dem Ziel. Und dann sind die letzten Sekunden. Und man sieht, es gibt tatsächlich Spieler, die haben sich gefreut, wie die Könige, dass sie es geschafft haben, den Klassenerhalt. Man hatte dafür gekämpft. Wie viel musste das Team ertragen? Viel Spott im Laufe der Saison, aber dann hatten sie es geschafft. Als erstes Team der Moskitos Essen schafften sie den sportlichen Klassenerhalt. Und das ist natürlich auch ein Verdienst des Mannes mit der Maske. Top-Goalie und mit Sicherheit kein Deutsch schlechter als Frederik Chabot. Jimmy Wade, unser Goalie. Deine Paraden waren der Garant dafür, dass die Moskitos überhaupt die Chance bekamen auf den Klassenerhalt. Und dann das Geburtstagskind Rob Busch wurde natürlich besonders gefeiert. Er verlässt ja leider die Moskitos in Richtung Frankfurt zu den Frankfurt Lions. Wir wünschen ihm auf jeden Fall in Frankfurt viel Erfolg und dass sein Weg in der DL sich so positiv fortsetzen wird, wie er in Essen begonnen hat. Und dann kam die Durchsage, die Moskitos hatten es geschafft. Der 14. Platz war erreicht. Und auch Thomas Schiemann konnte sich vor Freude kaum an sich halten. Musste auch da die eine oder andere Träne wegdrücken. Wie mit Sicherheit der eine oder andere Fan auch. Und dann durfte gefeiert werden. Die Mannschaft kam natürlich zurück aufs Eis. Ganz klar, jeder hatte seinen Teil dazu beigetragen, dass man am Ende die Klasse gehalten hatte. Wenn auch nicht, dass jeder Spieler das gebracht hat, was man von ihm vor der Saison erwartet hat. Aber diesen Mann hier, der hat mehr gebracht, als man von ihm vielleicht erwartet hatte. Und das weiß auch Thomas Schiemann. Auch Frank Appel mit einer sehr soliden Saison.
natürlich Rob Busch und Todd Simon, der Mann des Spiels mit seinen zwei Toren. Rick Goldmann, unser Nationalverteidiger, Lars Brüggemann, ihn verabschieden wir in Richtung Oberhausen in der nächsten Saison. Sie alle hatten es geschafft, den ersten sportlichen Klassenerhalt am Westbahnhof. Auch die verletzten Spieler durften natürlich aufs Eis, ganz klar. Sebastian verschenkt da mal kurz sein Trikot. Bordelot, der Trainer, und seine Vorhersage. 7 Siege aus 10 Spielen würden reichen. Ja, die Tabelle haben wir gesehen, so knapp der sportliche Klassenerhalt war, so deutlich wurde leider am Tag später über die Moskitos abgestimmt. Keine einzige Stimme erhielten die Moskitos bei der Gesellschafterabstimmung. Das war schon ziemlich bitter. Jetzt heißt es für die Moskitos natürlich Lösungen suchen und bis zum heutigen Zeitpunkt ist man noch nicht viel schlauer.